zum Thema des Existenz von das jüdische Volk. Ich freue mich auch, manche hier zu sehen, die wir uns auch persönlich letzte Woche begegnet haben. Also nett, auch Künstlerlieb und alle weitere, die dabei gewesen sind. Ich habe mich sehr gefreut auf jeden Fall darauf. Und heute können wir gerne etwas auch weiter über die Existenz von das jüdische Volk lernen. Und wenn Sie mich erlauben, wir versuchen einfach weiter das, was wir auch letzte Woche, das, was uns letzte Woche beschäftigt hat, wie die Frage des Am Segular, des auserwählte Volk, aber wie Sie wissen, damit hört man nicht auf. Das auserwählte Volk ist nur der Beginn von einem langen Begriff des Leben von das jüdische Volk und die Existenz von das jüdische Volk für uns beschreibt. Und wenn wir heute einfach weitere Verse, wir hatten letzte Woche Vers 4, 5, 6 gelernt, wenn wir heute beim 2. Buch Moses, Kapitel 19, 7. und 8. Vers hineinschauen werden, dann werden wir Folgendes hören können. ויבוא משה ויקרא לבקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם גוט, שפריש צו משה ונזקתים, ירדת אינה אוסרוולטה פולק זין, אין פולק, אין קוניגרייך פון ריסטרן, ואין הייליגה פולק, ונגר הבנת כבוכי אורגזן, אז דיסגולה איפי פוטנציאל נחתם מלבים, ואין הייליגה פולק בדויקת אור מזיין טאטל. Und jetzt, Moshe soll das an alle, an die gesamte jüdische Volk auch weitergeben. Und wenn er das weitergibt, gibt es einen sehr bekannten Vers, aber in zwei Versionen. Auch die Torah hat da zwei Versionen zu diesem Vers. Und das ist auf jeden Fall etwas hochinteressant zu sehen, was sagt die Torah und was meinen die Weisen auch damit. An dem 8. Vers bei 19. Kapitel, steht folgendes, Vayanu kol ha'am yahdav, die gesamte Gemeinschaft, das gesamte Volk hat zusammen geantwortet, zusammen, kann man alle gleichzeitig die gleiche Frage wie die gleiche Antwort beantworten, interessant, aber die Tora sagt, alle zusammen haben es gesagt, Vayomru, kol asher diber Hashem na'aseh, alles was Gott uns gesagt hat, werden wir tun. Vayashev Moshe et divrei ha'am el Hashem. Und Moshe bringt die Wörter von das jüdische Volk an Gott. Moshe ist ein Vermittler, ist ein Übersetzer, ist derjenige, der steht jetzt zwischen das Volk und Gott. Und wenn Gott möchte uns die Torah weitergeben, sagt das Volk, wir werden es tun. Und Moshe sagt es auch weiter an Gott. Tun. Tun ist gut. Tun bedeutet eigentlich, dass das jüdische Volk ist einverstanden mit der Aufgabe, mit dem Erwartung, das Gott von ihm hat. Also Gott erwartet, dass wir die Tora halten werden. Wir tun es. Wir werden es tun. Aber damit hört die Geschichte nicht auf, sondern wir wissen, dass sofort danach kommen auch die 10 Gebote. Und nach den 10 Gebote gibt es eine weitere Parasha, eine weitere sehr interessante Abschnitt in die Tora, wo es um die Mishpatim geht, um unterschiedliche Gesetze, vor allem Zivilrecht und so weiter, also alles, was passiert zwischen Menschen, Tiere und Menschen und so weiter, also was passiert, wenn mein Tier hat ihr Tier Schaden gebracht oder was anderes. Also und am Ende, die zweite Parasha, am Ende die Parasha von Mishpatim beim Kapitel 24, dann es geht auch weiter. Und da wird Folgendes gesagt. An dem gleichen Tag, nach die Weise, es ist jedenfalls immer noch bei dem Tag der Tora geboren, war ja Moshe, weil ich sage, also wir sind hier. Eine Sekunde, ich muss unsere Zeichen, darf ich nicht vergessen. So, war ja Moshe, wir sind hier, war ja Moshe, weil ich sage, et kol divrei Hashem, Moshe kommt und erzählt zu das Volk, alles, was Gott gesagt hat, ואת כל המשפטים und alle Gesetze, ויען כל העם, כל אחד. Und die gesamte Gemeinschaft hat mit einer Stimme gesprochen.
Vayomru kol asher diber Hashem naase, und die sprechen alles, was Gott gesagt hat, werden wir tun. Und dann Moshe, wir können auch alles lesen oder nicht alles, sie entscheiden, wir lesen alles. Weißt du, Moshe, und dann, nachdem das Volk hat gesagt, wir werden es tun, Moshe schreibt alles, was Gott ihm sagt, er steht auf morgen und er baut ein Altar unter dem Berg, und er tut darauf noch 12 Steine oder Felsen vor die 12 Stämme von das jüdische Volk. Und dann er nimmt die Jugendlichen, die israelitische Jugendlichen, es geht um die Erstgeborenen, ja, also das ist noch die Zeit, bevor dass wir Kohanim und Leviten haben, wir haben hier die Erstgeborenen. Und er nimmt die Erstgeborenen und dann sagt uns die Tora wieder, nachdem wir beim dritten Vers hier gehört haben, alles was Gott gesagt hat, werden wir tun, hier gibt es was ganz Interessantes. Vayikach Sefer HaBrit, Moshe nimmt das Buch von dem Bund, Sefer HaBrit. Vayikra Beozneam, und er liest alles vor das Volk. Vayomru, und dann gibt es wieder eine Reaktion von dem jüdischen Volk. Vayomru, Kol Asher Diber Hashem Naase Venishma. Alles, was Gott uns gesagt hat, werden wir tun und wir hören es zu. Dieser Begriff von Naase Venishma, tun und hören oder zuhören, ist ein sehr bekannter Begriff zum Shavuot, aber allgemein für jeden, der eigentlich sich mit dem Torah beschäftigt. Das jüdische Volk, wenn man so es fragen möchte, also dann das jüdische Volk, wenn es dazu kommt, zu der Frage von Gott, möchtet ihr die Torah annehmen oder nicht, schreit sofort das jüdische Volk und alle mit einer Stimme, alle gleichzeitig, wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten in der Torah gesehen, einmal beim 19. Kapitel 8, dass alle gleichzeitig gesprochen haben, und beim 24. Kapitel Vers 3, wir haben gesehen, dass alle mit einer Stimme gesprochen haben und alle sagen Naase. Und wenn es nochmal vorgelesen wurde vor das jüdische Volk, dann sagen alle auch Naase Venishma. Wir werden es tun und wir werden auch zuhören, was Gott gesagt hat. Diese, wenn Sie mich erlauben, bevor dass wir zu den Kommentaren kommen, ich möchte Ihnen sofort mit einer sehr interessanten Geschichte auseinandersetzen. Es gibt auf jeden Fall ganz interessante Kommentare, die auch versuchen zu erklären, das Ganze, wenn ich mache. Aber bevor dass wir dazu kommen, möchte ich gerne zu einer Geschichte kommen. Und die Geschichte ist in die babylonische Talmud. Traktat Shabbat, in Seite 88, erste Seite der Seite. Und die Geschichte erzählt folgendes. Amar Rabbi Elazar. Ich hoffe, Sie können mich hier auch folgen. Sagte Rabbi Elazar. Rabbi Elazar erzählt über die Toragebung. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן. Also wir haben es jetzt ganz schnell gelernt, aber normalerweise, man soll auch schon ein bisschen Gedanken machen, also נעשה ונשמע, das Tun und das Zuhören. Was kommt vor der andere? Also normalerweise wird man erst auf jeden Fall zuhören möchten, man soll auf jeden Fall alles erleben, alles erfahren und so weiter. Und dann wird man auch wahrscheinlich was unternehmen, was tun. Vor allem im Schulbereich, das kennt jeder, jeder Lehrer, der vielleicht mit ein bisschen gefährlichem Materium arbeitet in dem Labor. Er sagt die Kinder, bitte erst zuhören und dann tun, weil sonst kann es ganz gefährlich sein. Also das Zuhören und das Tun, es ist auf jeden Fall
vernünftige Weise erst zuzuhören und dann etwas zu unternehmen. Und jetzt das jüdische Volk steht sofort auf und sagt, oh ja, 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 wir werden es tun. Zuhören werden wir auch. Aber erst möchten wir sofort was tun. Ist das richtig? Ist das korrekt? War das gut, das, was das jüdische Volk gemacht hat? Vielleicht sollte man doch sagen, nein, also erstens, lass uns hören. Lass uns prüfen, was in die Tora steht. Wie wir auch, wenn der Zeit uns erlauben wird, wir werden das am Ende auch sehen, wie ist die gesamte Geschichte gewesen. Aber wenn das jüdische Volk es zu hören, wenn das jüdische Volk es mit, von Moshe mitbekommt, die sprechen erst auf jeden Fall, lass uns tun und dann, wenn es Zeit bleibt, dann hören wir auch weiter zu. Denn die babylonische Talmud sagt, wenn das jüdische Volk das gesagt hat, so geantwortet hat, es kam eine Stimme von Himmel und hat Folgendes gesagt. Migila lebanai raz ze shemalachei asheret mishtamshim bo. Wer hat dieses Geheim, dass die Engel, die Diener benutzen, wer hat es meine Kinder erzählt? Also quasi Gott selbst ist sehr damit überrascht. Gott selbst weiß, dass die Engel tun sofort, was er sagt und brauchen nicht zuzuhören. Quasi sozusagen, wenn wir hätten gesagt, wir haben, Menschen haben Instinkt. Wenn es kommt, wenn ein Finger kommt in heißes Wasser, die Finger braucht nicht erzählen zu bekommen, ah, jetzt ist in heißes Wasser und es sind schon mehr als 45 Grad und deswegen soll ich jetzt das Finger rausnehmen von dem Wasser, sondern die Finger springen sofort raus, weil es geht nicht, also ich kann meinen Finger nicht so lang in heißes Wasser halten. Und in übertragene Sinne, dann werden wir auch hier sagen, also die Malachim, die Engel, die Diener von Gott, die brauchen nicht lang zuzuhören. Gott sagt etwas und es wird sofort gemacht. Es gibt keine lange Zeit nachzudenken, warum, ja, so kleine Kinder. Mama sagt, tu etwas, warum? Nein, warum? Warum, weil Mama gesagt hat? Nein, ich möchte erklären bekommen, warum Mama das gesagt hat. Und das jüdische Volk sagt, uns ist egal warum, wir tun und wir werden nachher auch zuhören. Dann Gott fragt also, wer hat das jüdische Volk diese Geheimnis erklärt und erzählt? Und jetzt die Gemara versucht hier auch das zu beweisen, dass die Malachim, die Diener, nutzen auch gerade diese Methode. Sheneemar, also die Stiv, so steht bei den Propheten, Baruch Hashem Alachav, Giborei Koach, Osei Dvaro, Vishmoa Vekol Dvaro. Es steht, dass die Engel sollen Gott segnen und die sind die Helden. Die tun die Worte von Gott und hören auch zu. Das heißt, also erst kommt, sagt die Gemara, Berisha Aseh, Werder Lishmoa. Also erst kommt das Tun und dann kommt das Zuhören. Und die Gemara sagt, das Rabbi Chama bei Rabbi Chanina, hier, wenn Sie mitlesen können, Amar Rabbi Chama bei Rabbi Chanina, Mai Dichtiv Ketapur Beatzayar, also der König Salomon beschreibt das jüdische Volk wie ein Apfel unter, wie ein Apfelbaum unter die Apfelbäume, sozusagen im Wald. Warum hat man das jüdische Volk mit dem Apfelbaum verglichen? Lomar lecha, matapuach ze pirio kodem lealav. Um dies zu sagen, genauso wie der Apfel. Bei der Apfel gibt es was Besonderes. In alle Bäume wachsen erst die Blätter, sozusagen die Schutz vor der Frucht. Und erst dann kommt der Frucht. Und hier bei dem Apfel, erst kommt der Apfel und dann kommen die Blätter, um ihn im Schutz zu nehmen. Ich bin kein Biologe, aber ich gehe davon aus, die Gemara weiß, wovon sie redet. Dass die Apfel, bei dem Apfelbaum kommt erst die Blätter und dann kommt erst der Frucht und dann kommen die Blätter. Und die Gemara sagt, genauso ist auch das jüdische Volk auf Israel.
Ekdimu naase le nishma, auch das jüdische Volk, die haben bevorwortet das Tun als das Zuhören. Erst werden wir tun und dann werden wir hören. Also bis jetzt haben wir gesehen, dass es Sinn, dass in dem Fall die Gemara versucht, das zu begründen, warum ist das jüdische Volk so weit damit gegangen, dass er gesagt hat, wir möchten tun und dann zuhören. Warum? Selbstverständlich. Erstens, weil das ist die Qualitäten von den Engeln. Darüber schauen wir gleich, was ganz interessant ist. Was bedeutet es, dass die jüdische Volk, sozusagen, dass die Diener, die Engel erst tun und dann hören? Und dann sagt die Gemara, es ist auch wie ein Apfelbaum. Wie ein Apfelbaum, wo der Apfel kommt vor den Blätter und nicht wie alle anderen Bäume. Wir schauen gleich, was Interessantes dazu. Aber jetzt erzählt die Gemara eine Geschichte. Das war eine Einleitung in das Thema nach dem babylonischen Talmud. Aramäisch ist bestimmt eine Sprache, die alle hier sprechen. Lass uns lesen und hören. Haumina de Chazie le Rava. Darf ich geschwind etwas sagen oder richtigstellen, auch vom Talmud her? Beim Apfelbaum kommen zuerst die Fruchtblüten, aber nicht die Frucht. Ja. Nach den Fruchtblüten kommen die Blätter. Dankeschön. Und dann kommen erst irgendwann noch später die Früchte. Vielen Dank. Also dann die Gemara hat bestimmt das, was Sie meinen, jetzt gesprochen haben. Es unterscheidet sich dann zwischen dem Apfelbaum und anderen Bäumen. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall. Gut, dass wir unter uns Leute haben, die so weit sich kennen. Dankeschön. Und die Gemara sagt jetzt eine Geschichte, erzählt die Gemara, auch Mina. Es geht um eine Mine. Der manchmal auch die Juden ärgern möchte. Ich habe letzte Woche, das ist vielleicht kein schönes Erlebnis, aber ich habe letzte Woche ein Smalltalk gehabt mit einem Nicht-Jude, der ist ein Christ. Weder evangelisch noch katholisch, von einer anderen kirchlichen Richtung. Und er kommt zu mir und sagt, ich liebe die Juden alle Wochen des Jahres, außer eine Woche. An dem Karfreitagwoche, ich mag die Juden nicht und da bete ich gegen die Juden, weil die Juden haben Christus getötet. Also, es gibt auch solche Leute, was kann man sagen? Ich konnte mit ihm nicht einverstanden sein, also historisch gesehen, es stimmt auch nicht, das, was er gesagt hat, aber so ist seine Meinung. Jetzt muss man, dann die Gemara erzählt auch von so einem Mensch, der wollte einfach einen anderen Jude ärgern, einen Nicht-Jude, der wollte einen Jude ärgern. Und er kommt zu ihm und sagt ihm Folgendes. Haumina de Chazie le Rava. Ein Min hat Rava gesehen. De Kameayen Bishmata. Und Rava war eine wichtige Rabbinerin im babylonischen Talmud. Und er hat sich beschäftigt mit einem Abschnitt in die babylonische Talmud, hat sich sehr damit beschäftigt, so weit, dass die Gemara sagt, Veyat et va'ata didei tute kar'a. Seine Finger sind unter seine Füße gewesen, also er saß sozusagen auf seine Finger. Und weil die Finger hatten ein bisschen Druck von dem gesamten Körpergewicht gehabt, die haben begonnen zu bluten. Von Rava, von seinen Fingern, geht jetzt Blut raus. Keine angenehme Geschichte. Aber jetzt, was macht der Min dann? Amarlei sagt zu ihm, der Min, der Person, der ihm ärgern wollte. Amarlei. Ama Zvisa, dekadmitu
ומייכו לאודנייכו. הקטי בפחזותייכו קיימיתו. אז אקלים, איר זייט אינה פולק דר צו שנל geantwortet hat. Wie Sie wissen, also das ist vielleicht kein schöner Witz, aber Sie wissen den Unterschied zwischen Baupläne in Deutschland und in Israel. In Deutschland, man plant einen Bau 26 Jahre und dann man baut ein Jahr und man ist das ganze Leben zufrieden. In Israel, man baut ein Jahr und 26 Jahre nachher muss man immer verbessern die Fehler von dem Bau. Und er sagt zu ihm, also ihr trifft die Entscheidung so schnell, erst planen, erst denken, erst vielleicht zuhören und erst dann sagen, wir werden tun. Warum habt ihr so schnell reagiert, wenn Gott euch die Tora angeboten hat? Warum habt ihr sofort gesagt, ja, wir werden es tun? Warte. Nachdenken, Gott, lass uns schauen, also wir warten ein paar Tage, wir müssen handeln, man muss die Frau fragen, die Kinder fragen, also sofort sagen, ja, wir werden es tun und dann kommt auf euch so eine große Last wie die Tora. Und dann er sagt zu ihm, und wie ich dich jetzt sehe, ihr seid immer noch so was von Schlimmassel mit euren Entscheidungen, ihr seid immer noch so problematisch mit euren Entscheidungen, weil er sieht, dass er sieht und lernt die Tora. Und durch das Lernen, er hat überhaupt nicht geschaut, dass seine Finger werden jetzt schon bluten, weil die verletzt waren. Bereisha ibaya lachole mishma, am Anfang solltet ihr zuhören, imazitu, gefällt euch, kablitu, dann nimmt ihr das auf. Veilo, gefällt euch nicht, dann nimmt das nicht auf. Was sollte man sagen? Haben Sie vielleicht eine gute Antwort? Es ist eine schwere Frage. Auf jeden Fall eine schwere Frage, warum sollte man sofort annehmen? Man konnte Gott sagen, okay, also gut, also heute ist 6. Sivan, du forderst von uns eine Antwort, ob wir die Tora jetzt annehmen möchten oder nicht. Okay, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Aber mit aller Achtung, lass uns ein paar Tage, also wir müssen mit unseren Rechtsanwälten sprechen. Die erste Frage, ob wir so eine große Last tragen können. Also, wir treffen uns in ein paar Tage, dann gibt es einen zweiten Versuch, dann schauen wir. Nein, das jüdische Volk, sofort. Amarle, sagt der Rava antwortet Amarle. Anan desaginan bishlemuta. Anach. Inche de Saginan Bealituta. Und Rashi erzählt, was er jetzt gerade gemeint hat. Also ich gebe Rashi nochmal, wenn Sie das lesen können. Und wenn nicht, dann ich lese vor. Wir sind, sagt Rashi, wir sind die Menschen, die mit Gott mit vollkommenem Herz gegangen sind. Italachno immer mit dem Lebke. Derech Hausimea war genauso wie derjenige, der macht auch aus Liebe. ושמחנו עליו שלא יתענו בדבר, שלא יתעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו. Und wir haben Gott vertraut, dass er wird uns nicht was schenken, die wir das nicht tragen können, dass wir das nicht annehmen können. Sagt Rava zu derjenige, du hast recht, normalerweise, man soll nicht sofort Ja sagen. Normalerweise sollte man der Mensch ein bisschen Gedanken machen, man soll sich auf jeden Fall überlegen, also lohnt es sich nicht, also das ist doch ein normaler Prozess, das der Mensch hat. Aber wir, es war nicht einfach eine Diskussion mit jemandem in die Straße, ob ich was kaufen möchte oder nicht. Es war eine Diskussion zwischen uns und Gott. Und wenn Gott uns was anbietet, dann wir sprechen sofort ja. Weil wir sicher sind, dass Gott möchte das Gute für uns anbieten. Man kann es wirklich mit dem Liebe zwischen Mann und Frau, Eltern und Kinder auch vergleichen. Also derjenige, der möchte uns gut tun, er schenkt uns auch das Gute. Wenn es ist derjenige, der uns vielleicht nicht gut tun möchte, von ihm werden wir das auch wirklich nicht annehmen möchten. Aber solange es geht um Gott und er möchte uns auf jeden Fall das Gute geben,
Sagt Rava, für uns gab es keine Möglichkeit. Wir hatten keine Wille gehabt, um uns überhaupt Gedanken zu machen, ob wir nehmen die Tora an oder nicht, sondern Gott hat die Angebot gemacht, wir haben sofort gemacht, gesagt, wir tun es und dann weiter, wir werden uns das Rest von der Tora auch zuhören möchten. Also wir sehen hier jetzt, dass das, was das Volk Israel sagt, sagt zurück an Gott und gibt zurück die Antwort, dass wir werden auf jeden Fall die Tora hören, die Tora tun und wir nehmen sofort die Tora auf und nachher werden wir auch weiter die Tora lernen. Das sind Worte, die sehr problematisch sind, die von derjenige, der Außenspieler ist, derjenige, der vielleicht nicht Teil des jüdischen Volkes ist, wir das vielleicht auch nicht verstehen können. Also das ist schwierig. Warum sollte man sowas überhaupt unternehmen? Warum sollte jemand sowas einfach sofort annehmen und erst nachher beginnen zu denken? Zu dieser besonderen Qualität von das jüdische Volk möchte ich noch ein paar Zeilen hier mit Ihnen lernen. Erstens sind wir hier bei einem Zitat, die aus dem Zohar, aus dem Kabbalah kommt. Nicht, dass wir jetzt Kabbalah lernen, das habe ich nicht gesagt und das plane ich auch nicht, kann ich auch nicht. Es ist ein Zitat, das Ramchal auch umgeschrieben hat von dem Zohar, von dem wichtigen Buch der Kabbalah. Und da steht Folgendes. Kudsch Abrichu, Oraita, ve Israel. Kudsch Abrichu, wer ist Kudsch Abrichu? Gott. Oraita, was ist Oraita? Vielleicht jemand hat mal gehört den Begriff Mitzvah de Oraita oder Mitzvah de Rabbanan. Ein Gebot de Rabbanan, hört sich bekannt von die Rabbiner. Oder Mitzvah de Oraita. Von die Tora. Also dann Oraita, es ist Tora. Oraita wie Or, wie Licht. Also dann Kutscha Brichu, Gott, Oraita, die Tora, Ve Israel und das jüdische Volk, Echad U. Sagt Ramchal auf Basis des Zohar, Gott, das jüdische Volk und die Tora sind eine Einheit. Das ist auf jeden Fall interessant, ein großes Lob für das jüdische Volk, aber das muss man auch verstehen. Was bedeutet es, dass wir eine Einheit sind? Eine Einheit ist meistens etwas, die man nicht trennen kann. Eine Einheit ist meistens etwas, der zusammen miteinander steht und vielleicht in andere Wörter, die Inhalt von uns ist eins. Unser Ziel ist die gleiche, unser Weg und auch die Inhalt, die Neshama von uns, die Seele, ist auch eine. Das heißt, die Zohar und auch Ramchal sagen zu uns eigentlich, es gibt so eine starke Verbindung zwischen Gott, die Torah und das jüdische Volk. Und das sagen wir auch, wenn Sie hier weiter sehen, das sagen wir auch jeden Morgen bei dem Gebet. Und jeder, der wir zum Torah aufgerufen wurden in die Synagoge, spricht ein ganz besonderer Bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Gesegnet seist du, Gott, der König der Welt. Asher bachar banu mikol ha'amim. Der hat uns von allen Völkern auserwählt. Und jetzt, damit konnte man eigentlich aufhören. Okay, ich danke Gott, dass er mich auserwählt hat. Aber das jüdische Volk weiß, dass auserwählt zu sein, reicht noch nicht. Wir haben schon gesehen, ein Amtsgula ist nur eine erste Ebene, ist nur eine erste Etappe. Es gibt die zweite, es gibt die wichtigste. Nicht nur auserwählt zu sein, sondern Venatan lanu et Torato.
Und er hat uns seine Tora gegeben. Er hat uns die große Schatz, das er hat uns gegeben. Übrigens, vielleicht sagt es Ihnen etwas, das Wort Anochi. Anochi, ich bin. Gott, ich bin. Das Wort Anochi ist, eine Sekunde, vielleicht schreibe ich das hier so kurz. So wird Folgendes geschrieben. Anochi. Das sind die Buchstaben von Anochi. Jetzt lass uns schauen. Was ist alles? Sagt die babylonische Talmud, Anochi sind vier Buchstaben, sind aber auch vier Wörter. Ana, ich, alles. Ana, ich. Nun, Nafshi, meine Seele. Chaf, Ktavit, ich habe meine Seele geschrieben. Wo schreibt Gott seine Seele? Er schreibt seine Seele in die Tora. Die Seele von Gott ist die Tora. Sozusagen, Gott schreibt alles, was er hat, in die Tora. Und das ist auf jeden Fall die Möglichkeit von Gott, uns was zu schenken. Aber dann kommt die letzte Buchstabe, Jud. Jehavit. Und das habe ich auch weitergegeben. Das heißt in andere Wörter, die Tora sagt zu uns, oder die Gott sagt zu uns, Anochi Hashem Elokecha, ich bin dein Herr, dein Gott, sagt Gott zu uns, ich habe meine Seele an euch weitergegeben. Nicht, es reicht nicht, außer Welt zu sein. Er hat uns noch ein ganz besonderes Schatz gegeben. Seine Seele hat er uns geschenkt. Und was hat er uns gegeben? Er hat uns sein Torah, die Torah gegeben. Wieder hier kann man auch sehr schnell erkennen, wie wichtig ist die Torah für das jüdische Volk und für seine Existenz. Gott, wenn man möchte, wenn man versucht, als Jude, nicht Jude, wenn man versucht, die Geheimnis von das jüdische Volk zu verstehen oder die Existenz von das jüdische Volk zu verstehen, man muss es auch mit dem Torah verbinden. Man muss es auch mit die Gebote und die Verbote, die in die Torah stehen. Und dann sagt uns der König David auch in seinem Psalm, beim Psalm 147, Versen 19 und 20, נגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. Gott sagt seine Worte an das jüdische Volk, an Jakob, und seine Gesetze ergibt an Israel. Okay, danke schön. Wir möchten uns bei Gott dafür bedanken. Aber der König David hört nicht damit auf, sondern sagt König David auch weiter. Lo asachen lechol goi, ומשפטים בל ידעום, הללויה. Wir wissen, dass Gott hat es aber nur das jüdische Volk gegeben. לא עשה חן לכל גוי, er hat es nicht an alle Völker gegeben. Und die anderen Völker kennen auch die Gesetze von Gott nicht. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, dass die Tora ist etwas, der spezifisch ist, nur für das jüdische Volk. Nur um wenn jemand versucht, das jüdische Volk zu verstehen, man soll an die Tora gehen, man soll die Tora lernen. Erst dann kann man auch verstehen, wer ist und was ist das jüdische Volk. Das reicht mich aber bitte nicht. Ich möchte noch eine weitere, bis jetzt habe ich drei Fälle gesehen. Wir haben gesehen, dass der Zohar sagt zu uns, dass Gott, das jüdische Volk und die Tora sind eine Einheit. Wir haben auch bei den Segen von der Tora gesehen, dass Gott hat uns von allen Völkern auserwählt und hat uns seine Tora gegeben. Wir haben auch gesehen hier beim König David, bei seinen Psalmen, die er sagt, Gott hat die Tora an sein Volk gegeben und alle anderen Völker haben es nicht bekommen und wissen auch nicht davon.
Aber jetzt gibt es einen sehr, sehr bekannten Spruch von Rabbi Seadia Gaon. Vielleicht ist der eine oder der andere schon damit vertraut und bekannt. Rabbi Seadia Gaon in seinem Buch Emunot Vedeot schreibt folgendes: In seinem Buch über die Glaube und über unterschiedliche Meinungen, er schreibt folgendes: Ein umatenu uma ela betorotea. Unsere Volk ist kein Volk, sondern durch die Tora. Die Existenz oder in andere Worte, die Bedeutung von das jüdische Volk, die Bedeutung von das jüdische Volk wird zum Verständnis kommen durch die Tora. Das jüdische Volk möchte sich realisieren, er kann sich realisieren durch die Tora. In andere Worte, das jüdische Volk, wenn er die Tora nicht hält, ist kein jüdisches Volk. Die Tora ist die Möglichkeit von das jüdische Volk, sich zu äußern, sich zu zeigen, dass wir auf jeden Fall gute Wissenschaftler haben, dass wir auf jeden Fall gute Nobelpreisträger haben und so weiter. Das ist gut. Das ist nicht schade, das ist sehr gut. Aber die wirkliche Verständnis von das jüdische Volk soll mit dem Torah verbunden werden. Wenn der Nobelpreisträger ist auch eine Torah-Gelernte, es wird dann noch besser sein. Nehmen wir zum Beispiel Professor Uman. Nehmen wir zum Beispiel Shai Agnon. Menschen, es gibt bestimmt auch weitere, nehmen Menschen, die sowohl Nobelpreisträger gewesen sind, als auch Torah-Gelernte gewesen sind, auch mindestens Torah-treue Menschen sind. Also Professor Uman soll noch bis 120 Jahre leben. Also die Rabbi Seadia Gaon kommt und sagt uns, also möchtest du wirklich verstehen, was das jüdische Volk ist, dann du soll auf jeden Fall verstehen, dass das jüdische Volk und seine Existenz beginnt mit die Tora. Die Tora ist der Teil, der uns hilft, auf jeden Fall zu verstehen, was ist das jüdische Volk, was soll das jüdische Volk auch zu uns sagen und was bringt das jüdische Volk in der Welt. Wir haben bis jetzt vielleicht zwei interessante Teile gehabt. Das eine ist auf jeden Fall geschichtlich gesehen, also in die Tora zu sehen, dass das jüdische Volk hat zweimal eine Antwort an Gott gegeben. Das einmal hat man gesagt, wir werden tun alles, was Gott uns sagt. Das zweite Mal hat man gesagt, wir werden nicht nur tun, wir hören auch zu alles, was Gott uns sagt. Und wir haben jetzt unterschiedliche Stellen gesehen, wo es zu zeigen ist, wo es zu sagen ist, man kann zwischen das jüdische Volk und Gott nicht trennen. Es ist eine Existenz, es ist die Möglichkeit von das jüdische Volk, sich zu äußern, ist durch die Tora. Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen, wir machen es vielleicht schnell, vielleicht nicht, schauen wir gleich, ich möchte gerne mit Ihnen ein paar Kommentare auch schauen, die erklären, was ist wirklich Naseh V'Nishma. Wir haben die Geschichte mit der Min, mit dem nicht-jüdischen Person, der Rava ärgern wollte und hat ihm gesagt, also ihr seid so ein Volk, der zur Entscheidung gekommen seid, bevor ihr überhaupt nachgedacht habt. Hört man mich wieder? Ja, ja. Dankeschön. Also, es ist ein technisches Problem bei mir gewesen. Also dann, wir möchten jetzt gerne zusammen vielleicht lernen und versuchen zu verstehen, was ist überhaupt Naseh V'Nishma? Was meinte wirklich das jüdische Volk mit Naseh V'Nishma? Warum einmal sehen wir, dass es ist nur Naseh und dann Naseh V'Nishma? Einmal nur tun, dann tun und hören.
Ramban Nachmanides sagt uns Folgendes. כי היו סבורים שידבר להם השם הנכבד כל המצוות, כאשר דיבר להם עשרת הדברים. Erstens dachten alle Juden, dass Gott wird zu denen alle 613 Gebote und Verbote sprechen, genauso wie er denen die 10 Gebote gesprochen hat. ומשה בא עמהם אל מקום העם, וסיפר לכולם את כל דברי השם, und Moshe kam zu denen. Also ist runtergegangen von Berg Sinai und hat mit denen gesprochen und hat denen alle Gottes Worte erzählt. Und dann kommt die Reaktion von denen. Ve'em amru, das jüdische Volk antwortet darauf, Na'ase kol divrei Hashem asher tziva otanu be'aseret hadibrot. Tun werden wir alles, was Gott uns bei den 10 Gebote befohlen hat. Ve'nishma lekolcha, und wir werden deine Stimme zuhören, lechol asher tzivita otetzavo b'shmo yitalet. Auch alles, was du uns befohlen hast, oder wirst du noch uns in Gottes Name befehlen. Das heißt, sozusagen, was ist nach Ramban der Unterschied zwischen Na'aseh, wenn ich mache? Es ist einfach ein kleines Missverständnis gewesen. Erstens dachte das jüdische Volk, dass Gott denen alles erst erzählen wird. Genauso wie die 10 Gebote. Dann die sagen sofort, wir tun. Nachdem die verstanden hatten, Gott wird nicht alles sofort erzählen. Und jetzt gibt es nach diesen Geboten, jetzt gibt es eine Lernphase, wo man alles selbst lernen muss mit die Hilfe von Moshe. Erst dann hat man gesagt, wir werden auch nicht mehr. Wir haben auch gesehen, zweimal in die Tora steht nur Na'aseh, wir werden tun. Wann war das? Es war, wenn man die 10 Gebote mitbekommen hat. Und erst nachdem, wenn man gesehen hat, es gibt noch ganz vieles, das Gott nicht gesagt hat, hat man gesagt, nicht mal, wir werden es auch weiter zuhören und weiter lernen. Das ist Ramban, sehr interessant, er sagt also eigentlich, Na'aseh v'nishma, mal, wie kann man es verstehen? Wir tun und hören, das heißt, wir tun das, was wir schon wissen, und hören, was wir noch nicht wissen, aber auf jeden Fall. Ibn Ezra gibt uns mehrere Möglichkeiten, um das zu verstehen. Sagt Ibn Ezra, weil ich, hier sind wir. Vayikra be'oznei ha'am, Moshe hat das alles vor dem Volk gelesen, und die haben auch geantwortet. ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. Alles, was Gott gesagt hat, werden wir, haben wir, also wir werden tun und hören. Am Anfang hat denen erzählt, und die haben alle gesagt, wir tun. Und jetzt hat denen alles weiteres gelesen, dann haben wir gesagt, lass uns weiterhören. Das ist eine Möglichkeit, also tun das, was wir, also eigentlich wie Ramban, wie Nachmanides, tun das, was wir schon mitbekommen haben, hören das, was wir noch nicht mitbekommen haben. Und jetzt sagt die Ben Ezra, es gibt andere Möglichkeiten. Wertam, Na'aseh kol ha'katuv, ve'nishma otam tamid, shelo yishkach mipinu. Sie können sich erinnern, dass es gibt die mündliche und die schriftliche Tora. Dann sagt Ibn Ezra, wir tun alles, was steht. Die schriftliche Überlieferung werden wir immer tun. Und wir werden auch zuhören. Das heißt, wir werden das auch immer sprechen. Veshinantam levanecha. Ja, also wir sprechen auf Spanisch. Wir sollen das unsere Kinder schärfen. Wir versuchen immer zuzuhören, damit wir nicht vergessen werden. Tun das, was wir wissen. Hören. Ständig Torah hören, um nicht zu vergessen. Aber jetzt bringt Ibn Ezra noch eine andere Möglichkeit. Oder sagt Ibn Ezra, oh, Na'aseh ha-mitzvot anetuot balev, ve'nishma mitzvot ha-kabbalah.
Wir werden tun die Mitzvot, die in unseres Herz schon gepflanzt sind. Und wir hören die Mitzvot von Kabbalah. Ich erkläre das in andere Worte. Das, was man sowieso zu verstehen hat, wird man tun. Und das, was man selbst nicht versteht, werden wir hören, weil das sind doch Gottes Worte. Ein Beispiel. Ehre dein Eltern. Das ist doch eine Mitzwa, die selbstverständlich ist. Dafür braucht man nicht die Torah quasi. Das werden wir auf jeden Fall tun. Was hören wir? Wir hören zum Beispiel, dass es gibt, dass man darf kein Fleisch und Milch zusammen essen. Das ist etwas, die man nicht sofort kapieren kann. Also man kann es nicht sofort verstehen. Aber wenn man lernt, wenn man hört, dann kann man auch dafür Erklärung finden. Das heißt sozusagen, noch sagt Ibn Ezra, wir tun das, was wir verstehen, das, was unser Herz sowieso versteht, und wir hören weiter das, was wir noch nicht verstanden haben. Eine weitere Möglichkeit, wir tun alles, was er bis jetzt uns befohlen hat. Wenn ich mag, kol mitzvot ha'atidiyot, und wir werden hören alles, was er noch uns befehlen möchte. Und dann eine weitere Möglichkeit, ich denke, das ist die vierte schon beim Ibn Ezra. Nase mitzvot asse, wenn ich ma mitzvot lot asse. Wir tun, was werden wir tun? Die Mitzvot, die man tun sollte. Und was werden wir hören? Die Verbote, das, was man nicht tun darf. Ja, also wir werden nicht tun, das, was man nicht darf tun, zu tun. Dann sagt Ibn Ezra, tun, wir tun, existiert für das, was man tun sollte. Und hören sollte existieren für das, was man eigentlich nicht tun darf. Also ja, jetzt bin ich nicht sicher. Also ich sehe ein paar Gesichter, die ich am Anfang gesehen habe. Dann sind sie irgendwie verloren gegangen und jetzt sind sie hier wieder. Sind sie mit gewesen oder nicht? Ich meine Frau Podlogar, Herr Knorr, weil ich habe inzwischen ihre Gesichter nicht gesehen. Die Videos entweder waren aus oder sie sind ja, einfach nicht da. War nur ganz kurz weg. Ja, ja, kurz ist keine, also es ist keine Video, Entschuldigung, also weil ich habe so circa 20 Minuten habe ich einfach hier die Videos überhaupt nicht sehen konnten. Aber sie sind da gewesen. Ja, 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 ja. Okay, wunderbar, gut, dann. Ja, alles in Ordnung, danke. Ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben. Ja, ja, ich wollte nur sicher sein, damit ich, ob ich jetzt eine kurze Wiederholung tue, weil es technische Problem gewesen ist oder nicht. Das ist alle meine Frage. Entschuldigung. Ich wollte nicht in die, also, danke für Ihre Zubereitschaft, mich hier zu helfen. Dann, wir sehen hier wieder, dass wir brauchen eine Erklärung, also tun und zuhören, dann es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir werden tun, das, was wir wissen und das, was wir nicht wissen, wir werden nachher zuhören. Wir werden tun, das, was man tun sollte und das, was man nicht tun darf, das werden wir nur zuhören. Wir werden tun, das, was wir wissen und das, was wir nicht wissen, werden wir immer wieder lernen, um zuzuhören, damit es nicht in Vergessenheit kommt. Also wir sehen hier unterschiedliche Möglichkeiten, dass Ibn Ezra und Ramban uns bringen. Beit HaLevi, es ist Josef Dov Soloveitchik, nicht der amerikanische Rabbi Soloveitchik, sondern sein Opa, wenn ich mich, oder Uropa, jetzt bin ich nicht sicher, ich denke sein Uropa. Rabbeinu Josef Dov Soloveitchik aus Wolozhin in Weißrussland, der schreibt einen Kommentar für die Torah. Und Rabbeinu Josef Dov Soloveitchik schreibt was ganz Schönes, ganz Schönes. In seinem Kommentar Beit HaLevi. Deine, wir sind hier. Eita Bazoar HaKadosh. Es steht in die Zohar. Nase Beuvdin Tavin. Benishma Befidgamin Deoraita. Wir werden tun beim guten Taten. Und wir werden hören
alle Wörter von der Tora. Was meint dieses Tora damit? Was sollen wir dann tun und was, wie kann man unterscheiden, was sollte man tun und was sollte man hören? Wir hören die Wörter von der Tora, wir tun gute Taten. Gute Taten sind die Taten von der Tora. Ups, Entschuldigung. Ja, wir sind hier gewesen. Also, wir werden gute Taten tun und wir hören die Wörter von der Tora. Sagt Rabbeinu Betalevi folgendes. Arei denaase habe Kabbala al Kiyum HaMitzvot venishma habe Kabbala Limud HaTorah HaKdosha. Sagt Beit HaLevi, Naase ist die Entscheidung, die Mitzvot zu halten. Dann wofür braucht man Venishma? Das ist die Entscheidung von das jüdische Volk, dass wir uns für das Torah lernen verpflichten. Das ist die Motto von Lilmod. Das ist die Motto von Lilmod. Also nicht nur tun, sondern auch lernen. Andererseits auch nicht nur lernen, auch tun. Aber die Motto ist, sagt Beit HaLevi, und er erzählt das nach dem Zohar HaKadosh, die Motto ist, wir tun gute Taten. Wir tun alle Mitzvot. Die erste Mitzvah, wo wir werden Kinder bekommen. Dann kommt die Brit Mila. Dann kommt Gidanashe, also die Spanader. Dann kommt Achodesh Azelachem. Und dann alle weiteren Mitzvot. Wir werden ein Mitzvah nach die andere auch folgen. Und wir werden alles tun, was in die Tora steht. Aber das reicht nicht. Sagt Beit HaLevi, eine ganz wichtige Bestandteil die jüdische Identität und die Verständnis von Nase Venishma ist nicht nur tun, nicht nur einfach Mitzvah zu erfüllen, sondern auch die Tora zu lernen. Die Tora zu lernen ist ein wichtiger jüdischer Wert. Und ohne Tora zu lernen kann man auch nicht wissen, warum man, was man tun sollte, wie man es tun kann und warum man es tun sollte. Meister sagt uns folgendes, Vine Yadua, und es ist bekannt, Belimud HaTorah und Mishnei Panim, das Torah lernen hat zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Echad, der eine, Kedei Leda Heach Oma Lassot. Veim Lo Ilmod Heach Yikayem. Das Tora lernen, sagt Beit HaLevi, das eine ist zu wissen, was überhaupt sollte man tun. Und wenn man es nicht weiß, wie kann man es überhaupt tun? Wenn ich, das ist bekannt bei Mesilat Yesharim, ich weiß nicht, ob jemand hier mal das Buch Mesilat Yesharim gelernt und gelesen hat, aber die Wege, der Weg der Frommen von Rabbi Moshe Chaim Lutzato von Ramchal, er bespricht das bei Midat HaZehirut, bei die Vorsichtigkeit, die Beobachtung von die Taten von der Mensch, sagt Rabbi Moshe Chaim Lutzato, möchtest du erfolgreich sein, wiederholst du immer das, was du gelernt hast. Nur derjenige, der wiederholt seine Lernen, er wird erfolgreich sein. Warum? Weil er weiß überhaupt, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Er kann sich immer verbessern. Er kann auch immer alles verbessern. Er kann immer, er ist aktiv dabei, um Entscheidungen zu treffen. Wenn man denkt, ah ja, ich habe vor 30 Jahren schon gelernt, wie ich das tue, das reicht mich. Das reicht gar nicht. Das ist, damals habe ich als Kind gelernt, heute bin ich erwachsen schon. Deswegen, ich habe immer noch die Mitzvah, auch die Tora zu lernen, genauso wie früher. Warum? Weil es reicht nicht, einmal die Tora zu lernen und dann ihn zu vergessen. Ich muss mich immer noch mit der Tora beschäftigen. Ja, bitteschön. Ich finde das jetzt nicht, aber ich weiß hundertprozentig, es steht in der Tora, dass man Tora lernen und dann weitergeben soll. Aber ich finde das jetzt nicht, aber steht, ich bin, weiß genau, es steht in der Tora. Und ohne das
funktioniert gar nicht. Also es muss so sein. Es ist überhaupt das Allerwichtigste, weil man muss ja unbedingt die Tora weitergeben an die nächste Generation. Das ist, ohne das braucht man gar nicht anzufangen. Das ist die Voraussetzung für alles. Aber ich finde das jetzt nicht, wo es steht. Ja, also das steht bei dem ersten Parascha von Schma Israel, wenn Sie das meinen. Veshinantam levanecha vedibartabam. Schärfe das deine Kinder und sprich das mit ihnen. Das meinten Sie? Vielleicht? Das meinte nein. Ich nicht. Oh, steht nochmal woanders. Ich dann schaue es nach. Vielleicht, wie Gadeta Levincha bei Yom HaOlemor, erzählst du dein Kind über die Auszug aus Ägypten? Nein, ich schaue es nach. Bis zum nächsten. Ich würde mich freuen, ihre Stelle auch kennenzulernen. Danke. Also dann, der Beta Levi sagt zu uns, wenn man nicht lernen wird, wie wird man davon wissen? Und dann er zitiert hier die Mishnah. Die Mishnah beim Traktat Avot sagt uns folgendes. Velo ama aretz hasid. Jetzt ist es vielleicht kein schönes Wort, aber ama aretz bedeutet nicht einfach ein Mensch des Volk, sondern es bedeutet eine dumme Mensch. Entschuldigung. Ja, velo ama aretz. Also, wenn jemand ist dumm, er kann kein Hasid sein. Er kann kein frommer Mensch sein. Er kann kein Tzaddik sein. Wenn jemand ist dumm und weiß und kennt nicht die Tora, dann tut mir leid. Und hier erzählt auch weiter, und dann sagt er etwas sehr aktuell, auch die Frauen, die müssen eigentlich die Tora nicht lernen, trotzdem מחויבות ללמוד במצוות הנוהגות בהן. Trotzdem, die müssen doch lernen, alle Mitzvot, die zu erfüllen haben. Das heißt, auch eine Frau muss Torah lernen, sagt uns Beta Levi eindeutig. Ja, weil es gibt heute Leute, die daran zweifeln. Sagt Beta Levi eindeutig, die Frau muss Torah lernen. Warum? Weil sonst, wie kann sie wissen, was sie zu tun hat? Das Tun, sagt Beta Levi, es gibt zwei Teile bei die Tora lernen. Es gibt das eine, ist die Tora lernen, um das tun. Das eine ist die Tora lernen, um zu wissen. Und deswegen, Naase und Nishma sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten von Lernen. Wir tun das, was wir wissen. Wir nehmen an, dass alles, was wir lernen, um in die Praxis durchzusetzen ist, das werden wir auf jeden Fall tun. Und alles, was nicht, wir werden es lernen, weil das ist eigentlich die Tora. Die Tora ist das Lernen. Wenn Sie mich erlauben, ich möchte gerne mit Ihnen jetzt dazu noch auf jeden Fall einen Kommentar, der heißt Meshech Chochma. Darf ich eine Frage stellen? Gerne. Das haben Sie mich nicht gerade gehört. Ja, ich habe noch eine Frage zu den Frauen. Also, ja. Wo entnimmt man in der Tora, dass Frauen nicht die Tora studieren? Also, das verstehe ich nicht. Also, nochmal die Frage. Weil Sie meinen gerade, manche Leute sagen, Frauen sollen nicht Tora studieren. Aber wo steht das in der Tora, dass Frauen nicht. Weil es steht in der Tora, Velimadetem otam et benneichem. Ihr sollt das euer Sohne lernen. Davon lernt die babylonische Talmud, dass man soll, dass jede Eltern sollen die Sohne erziehen nach die Tora oder die Sohne auch die Tora beibringen. Dann wird quasi ausgeschlossen, dass eine Frau soll die Tora lernen, die Tora nicht lernen. Sagt Beta Levi, aber ist nicht die Einzige. Nur er schreibt es eindeutig hier in unserer Stelle, nicht dann das auch von ihm zu lernen. Sagen ganz viele und Beta Levi dabei auch, dass es schließt doch die Frau nicht aus die Tora lernen. Die Frau muss immer noch alles, was sie zu halten hat, das heißt auf jeden Fall die gesamte jüdische Philosophie, um selbst zu wissen, warum. Dann auf jeden Fall alle Mitzvot, die für Frauen sind und so weiter und so fort. Auch ich als jemand, der kein Kohen bin, ich werde nicht erst die Teil der Tora lernen, wo es erzählt wird, was der Kohen gerade am Tempel zu tun hat. Sondern ich werde erst vielleicht Shabbat, Kashrut, Handelregeln lernen,
Also jeder Mensch hat seinen Time, ja, und genauso auch die Frau muss auf jeden Fall erst die Halachot, die mit der Frau zu tun haben, aber immer noch, es gibt bestimmte Teile der Tora, die jeder Mensch lernen muss, weil sonst kann er nicht die Tora überhaupt halten. Ja? Und dann, ja, bitte, also, bitte, ich bin hier. Was, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, also sie hat keinen Mann, der ihr das beibringt und er ist auch gar nicht ein gläubiger Mann. Also was macht sie denn? Also da steht er auf dem Weg, er will gar nicht, solche manche Leute heute, die sagen, ja, wenn die Kinder erwachsen sind, ja, dann können sie ja die Tora lernen und dann können sie sich ja selber entscheiden. Also was macht denn jetzt eine Frau, wenn der Mann gegen? Aber er ist ja jüdisch und sie ist ja jüdisch, was macht man dann? Also man kann ja nicht warten, bis er jetzt 90 Jahre später die Tora studiert und die Kinder bekommen, also natürlich bekommen sie durch die Eltern das meiste mit, oder wenn die jetzt nicht in einer jüdischen Umgebung und so. Ja, also erstens, dafür ist die Frau, um ihren Mann zu erziehen. Also die Frau ist diejenige, die auf jeden Fall verantwortlich ist für die Erziehung zu Hause, insgesamt mit ihrem Mann. Wenn der Mann nicht in die Synagoge geht, um dort zu lernen, dann soll auf jeden Fall seine Frau ihn gut erziehen. Und sowieso ist die Frau diejenige, die auf jeden Fall der Mann erzieht. Das ist, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar bei meiner Frau zum Beispiel. Also ohne die Erziehung, dass meine Frau mich erzieht, wäre ich auch eine wilde Person wahrscheinlich geworden. Das muss man auch wissen, dass die Frau ist dafür, um die Kinder, aber auch um ihren Mann zu erziehen. Nun, wenn ein Mann möchte nicht die Tora lernen, möchte seine Frau nicht zuhören, das ist noch kein Grund zum Streit. Das ist ein Grund, um ihm noch besser, um noch Mühe zu geben. Manchmal geht es mit Druck, manchmal ist eine Drucksituation, kann vielleicht das Gegenteil schaffen. Und kann vielleicht eine negative Reaktion auch schaffen. Dann kann man vielleicht noch härter sein gegenüber die Frau oder gegenüber die Tora. Deswegen alles soll angenehm sein, alles soll auch so gemacht, dass es beide Teile der Familie wird gut damit sein können. Und man muss wissen, dass es gibt aber doch bestimmte Sachen, die man darauf nicht verzichten kann. Solange es geht um zum Beispiel Schabbat, Kashrut, Reinheit der Familie, der Mann oder die Frau, diejenigen, die Mitzvot noch nicht richtig hält oder nicht halten möchte, sollen auf jeden Fall einverstanden sein, die Shabbat zu Hause mitzuhalten. Zu Hause mitzuhalten. Can just throw it in. Und auf Reinheit die Familie zu achten. Das heißt sozusagen, dass die Frau wird doch in die Mitwe gehen und alles weitere. Das heißt sozusagen, es gibt mindestens in die drei Bereiche, die gehören auf jeden Fall zu die gesamte Familie. Mindestens in drei Bereiche muss auf jeden Fall, auch wenn der eine glaubt nicht dran oder möchte es nicht halten, wenn er das nicht hält, das wird schon schwierig sein. Weil was kann ein Mann zu Hause tun am Schabbat, wenn seine Frau Fernsehen anmacht oder umgekehrt oder wenn der Mann am Schabbattisch raucht, was kann die Frau? Das ist schwierig. Also dann mindestens zu Hause sollte man das halten, damit die Frieden zu Hause gehalten wird. Wenn das nicht passiert, dann muss man auf jeden Fall schon mit dem Rabbiner sich beraten, wie sollte solche Situationen umgehen werden. Und genauso auch mit Kashrut, wenn der Mann oder die Frau bringen Schwein von draußen und man versucht zu Hause gerade richtig Kashrut zu halten. Und der eine kommt und sagt, ich möchte jetzt gerade ein Schwein essen. Dann geht es eigentlich nicht. Jetzt eigentlich, dann ist die auch nicht. Ich dürfe sie mir, also alles ist nicht. Wow, what is this? Das wird sehr schwierig sein. Und genauso auch mit Reinheit der Familie. Kein Mensch kann ohne Reinheit der Familie eine Familie bauen. Und wenn es gibt, der andere, der sagt das ab, das. Can I buy this one? Dafür geholfen zu haben? Jemand hat das Mikrofon, glaube ich, an und ich höre sie deswegen nicht so gut. Aber jetzt muss ich alles wiederholen? Ja,
Nein, nein, nicht alles. Nein, ich habe sie schon verstanden. Aber okay, noch, oh, so jemand hat irgendwie so Englisch oder so, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also ich höre das. Have a great week, girls. What up, everyone? Hello? Oh, ich bin wieder. What's probably a catch? Eine Frage, also wenn zum Beispiel ich nicht in der Beziehung. Wirklich so akustisch, dass man kann nicht weiter lernen. Maybe. Ich habe eine Frau, Entschuldigung, jetzt habe ich nicht hören können. Richtige Motorrad. Hallo? Hallo? Wie geht's besser? Es geht zu viel durcheinander mit der Sprache. Ja. Also ich denke, es war auch ein Motorrad dort inzwischen. Ich habe auch gehört. Ja, also jetzt ist nur meine Frage, soll ich etwas wiederholen oder war doch ein bisschen verständlich? Okay, gut. Dann gehen wir weiter und wir machen jetzt auch damit Schluss. Das, was Meshe Chochma zu uns sagt, und Meshe Chochma sagt folgendes. Rabbi Meir Simcha Kohen mit Wien, aus Wien, er sagt uns in seinem Kommentar zu der Tora folgendes. Das gesamte Volk hat zusammengesprochen und hat gesagt, alles was Gott gesagt hat, werden wir tun. Inne mitzvot Torah. יש אשר לכהנים ויש אשר ללוויים. In die Torah gibt es unterschiedliche Mitzvot. Es gibt manche, die für Kohanim sind, manche sind für die Leviten. ויש לכהן גדול ויש למלך או לסנהדרין. Und es gibt manche, die für die Kohen גדול, der Hohepriester ist, oder für die Sanhedrin. ויש למי שיש לו קרקע בבית, und manche sind für derjenige, der hat ein Feld, ein Haus. רק בכלל ישראל צריכה התורה להתקיים. Sagt uns רב מאיר שמחה הכהן מדווין, die Torah wird sich aber erfüllen können nur durch das gesamte jüdische Volk. In andere Worte sagt רב מאיר שמחה הכהן מדווין, warum? ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, weil es geht nicht anderes. Warum alle haben zusammen gesagt, wir werden tun, was Gott gesagt hat? Weil wir sind nicht bereit, auf eine einzelne Jude zu verzichten. Jeder Jude ist wichtig für uns, um die Tora zu erfüllen, um die Tora zu halten. Und das wird auch hier auch zum Ausdruck kommen, das zitiert hier aus der Gemara, Bekol Israel Arevin Zelaze. Alle Juden sind miteinander verbunden und somit es ist etwas, der untrennbar ist. Und er bringt unterschiedliche Quellen, auch aus dem Prophet Jeheskel, und er sagt, Vaten zon mariti adam ata, ihr mein Volk, mein Schaft, ihr seid ein Mensch, shekol aruma israelit u adam echad, das die gesamte jüdische Volk ist wie ein Mensch. Und er teilt das zum unterschiedliche Körperteile, Kopf, Auge und so weiter und so fort. וכל אחד צריך לקיים מצווה התלויה בו, und jeder soll die Mitzwa erfüllen, die er mit ihr verbunden ist. Eine Levi in dem Tempel, ein Kohen auch, eine Frau, und jeder soll seine Mitzvot halten. Und deswegen sagt er, לכן על מצוות שאין לקיימן, und deswegen Mitzvot, die wir nicht erfüllen können, zum Beispiel heute. Wir haben nicht die Mitzvot von dem Tempel. Was kann man machen? צריך ללמוד, man soll es dann lernen. לכל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, או להחזיק לומדי תורה. Diejenigen, die lernen, die Halachot von die Korban, von dem Opfer bringen, es heißt, als sie jetzt ein Opfer gebracht haben. Denn eine Möglichkeit ist, das zu lernen, oder mindestens die Tora Gelernter zu unterstützen. Und jetzt kommen wir zu der Sache. לכן להלן ענו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. Und deswegen sagt Rabbi Meir Simcha Kohen mit Wien,
Deswegen, wir haben einmal hat das Volk gesagt, wir tun und einmal wir tun und hören. Warum? Yesh me'em shenase mashe she'ach etzlenu. Es gibt das, was uns gehört, das werden wir tun. Ve'yesh shenishma ve'nilmad ve'navin pnimiyotam v'hilchotem v'chukotem. Und es gibt die wir müssen noch lernen, müssen uns vertiefen, müssen auch die gesamte Gesetze davon lernen, weil sonst es ist etwas, die ich nicht damit zu tun habe. Und deswegen, aber kann anu kol ha'am yachdav kol asher diber Hashem na'aseh. Shebichlalut ha'am ki'echad kulam yachdav yasu kol asher diber Hashem ve'kol echad yaseh ashayach lo. Er sagt folgendes, na'aseh ve'nishma ist etwas, der schon kompliziert. Ich tu, du hörst. Das heißt, meine Mitzvah tu ich, und du hörst andere Mitzvot, die vielleicht dir gehören oder gehören nicht. Aber hier sagt der Meshech Chochma, bevor dass man zu dem komplizierten Ebene kommt, wo es gibt Mitzvot, die vielleicht ich nicht kenne oder die vielleicht ich nicht erfüllen kann, bevor dass man dazu kommt, wir sind alle eine Einheit. Deswegen, wir sagen immer zusammen, wir werden alles zusammen tun. Ich tue meinen Teil, du tust deinen Teil. Und wir sind damit eine Einheit. Meshech Chochma bringt uns vielleicht noch eine Möglichkeit, das auch zu verstehen. Die Existenz von das jüdische Volk hängt an das Halten von die Torah. Die Existenz von das jüdische Volk ist durch das Halten von die Torah. Und davor sind wir eine Einheit. Davor sind wir ein Volk. Wir haben auch schon gesehen beim Rabbi Sadia Gaon. Das jüdische Volk. Hallo? Können Sie mich zuhören? Ja, okay. Das jüdische Volk kann existieren, wie Rav Sadia Gaon uns sagt, nur oder kann sich praktizieren, kann im Ausdruck kommen, nur durch das Tora halten. Wenn man die Tora hält, hat das jüdische Volk eine Bedeutung. Wenn nicht, dann hat die Bedeutung von das jüdische Volk einen großen Mangel in sich. Wenn wir jetzt eine kurze Zusammenfassung tun werden von alles, was wir heute hier gesehen haben, wir werden dazu kommen, dass es gibt in die Tora zwei Stellen. Bei einer Stelle sagt das jüdische Volk, wir werden tun, bei der anderen Stelle, wir werden tun und zuhören, was Gott uns sagt. Dann haben wir gesehen, dass von außen gesehen, kann man das überhaupt nicht verstehen. Es kommt eine Nichtjude und sagt, Rava, ihr habt zu schnell ihre Entscheidung getroffen. Warum musstet ihr so schnell machen? Sagt Rava, das ist genau das, was wir auch damit zum Ausdruck gebracht haben. Unsere Treue, unsere Glaube und unsere treue Glaube an Gott, dass wir sind auch davon ausgegangen, dass Gott wird uns das Gutes bringen. Dann haben wir auch gesehen, wie es zum Ausdruck kommt bei dem Zohar, beim Ramchal, bei die Torah-Segensprüche, dass letztendlich und bei den Psalmen von der König David, dass letztendlich die Bedeutung von das jüdische Volk kommt zu Ausdruck mit dem Torah lernen, mit dem Torah, mit der Beschäftigung mit dem Torah. Der König David sagt es eindeutig in seinem Psalm. Die Einzige, die die Torah bekommen, sind das jüdische Volk. Alle anderen Völker kennen nicht die Gesetze, dass das jüdische Volk kennt. Magide v'rav le'akov, er hat das jüdische Volk erzählt, alle anderen Völker sind nicht damit beschäftigt, die setzen nicht, sich nicht damit auseinander. Dann haben wir gesehen, dass es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zwischen die Kommentaren zu erzählen, was ist Naaseh v'nishma. Wir haben beim Ibn Ezra mehrere Möglichkeiten gesehen, entweder Naaseh, wir tun das, was wir schon wissen, wie die 10 Gebote, und wir werden hören weiter und weiter und somit werden wir auch das Weiteres lernen und tun. Und wir werden tun, das, was wir tun können, das, was wir uns nicht erlaubt ist, wie die Verbote, das werden wir nur hören, um zu wissen, was wir nicht tun sollten. Dann haben wir auch gesehen, dass Beth Halevi uns sagt, dass wir sollen tun und wir verpflichten uns zum Lernen. Ein ganz wichtiger Aspekt des Tora behalten. Es reicht nicht zu tun, es reicht nicht, mein Vater hat mir gesagt, wie man Tfilin anzieht.
deswegen so ziehe ich weiter Tilling, sondern ich lerne selbst auch, wie man Tilling anzieht. Ich lerne selbst, wie man heiratet. Ich lerne selbst alles, was weiter in die Tora steht. Und am Ende haben wir bei Meshech Chochma gesehen, dass das jüdische Volk ist eine Einheit durch die Tora. Es gibt in die Tora unterschiedliche Teile, mal davor, mal vor der eine, mal vor der andere. Trotzdem, durch die Einheit, durch die Arvut, durch die Zusammenkommen von das gesamte jüdische Volk, werden wir Be'ezrat Hashem die Tora halten können. Deswegen wir Na'aseh, wir tun alle zusammen als eine Körper, als eine Volk. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Also ein Teil, das wir nicht gemacht haben, werden wir vielleicht mal anderes machen. Aber ich wünsche Ihnen eine schöne und gesegnete Woche und eine gute Nacht. Und ja, Ihnen viel Erfolg auch bei den weiteren Tagen. Diejenigen, die nehmen teil an weitere Kurse, kommt sich bestimmt. Ich wünsche einen guten Abend und danke auch an Anna. Und tut mir leid, wenn es irgendwelche technische Probleme heute gewesen sind, aber bestimmt in unserer Generation muss man auch das annehmen, wie es ist. Ein Dankeschön und schöne Arbeit. Dankeschön, Shalom. Vielen Dank. Danke an alle lieben Zuhörer. Shavua Tov und eine fantastische Woche für Sie. Toll, dass Sie durchgehalten so lange haben. Gute Nacht. Schöne Träume. Shavua Tov.